Hallo und willkommen zur Albenrevue. Dies ist eine kurze Reihe, in der ich jene fünf Solo-Alben betrachte, die von den Mitgliedern der Band Yes in 1975 und 1976 erstellt wurden, sozusagen anstelle eines weiteren Yes-Albums. Hierbei hatte ich bereits das Solo-Album von Steve Howe, Beginnings, und das Solo-Album von Chris Squire, Fish Out of Water, besprochen. Die Videos dazu lassen sich in der Playlist finden. Ich komme nun zu der dritten LP im Bunde. Im Juni 1976 präsentierte der Tastenvirtuose Patrick Moraz die Früchte seiner Arbeit mit seinem ersten Soloalbum Story of I. Das Album wurde in Genf aufgenommen, in den Aquarius Studios. Es überrascht nicht, dass der Keyboard-Wizard Moraz ein flamboyantes, in alle Richtungen ausuferndes Album ablieferte. Hierzu verpflichtete er den großartigen Jeff Berlin am Bass, Ray Gomez an der Gitarre und den Weather Report-Schlagzeuger Alphonse Mouzon und den Sly and the Family Stone-Schlagzeuger Andy Newmark. Von den fünf Soloalben, über die wir hier also sprechen, ist dies die eine LP, die möglicherweise mit der meisten Musikelite jener Jahre aufwartet, in diesem Fall mit einigen der heißesten Namen der Jazz-Fusion. Und obwohl es sich Moraz natürlich nicht nehmen lässt, hier lange, intensive Solo-Passagen zu kreieren, ist das hier durchaus ein gesangslastiges Album mit den Sängern John McBurney und Vivian McAuliffe, aber auch die Schweizer Sängerin Veronique Müller. Nach einer progressiven Eröffnung folgt schnell das zentrale Thema dieses Albums, ein brasilianischer Vibe mit Samba-Elementen. Und das ist sichtlich auch einer der originellsten Aspekte dieser Platte. Die einzigartige Kombination aus Prog-Rock und Samba. Eine Verbindung, die so auf dem Papier ein wenig wahnsinnig anmutet. Doch hört man sich die Stücke an, stellt man doch fest, dass dies dank der hohen Musikalität von Patrick Moraz tatsächlich funktioniert. Doch insgesamt ist dies ein sehr eklektisches Album. Es gibt folkige Prog-Rock-Passagen mit zwei weiblichen Gesangsstimmen und dazwischen natürlich exzellente Klavierphrasen. Erwartungsgemäß ist das Bassspiel von Jeff Berlin recht gigantisch und etwas, das gesonderte Aufmerksamkeit verdient. Es gibt hier sehr melodische Prog-Rock-Stellen wie der Track Best Years of Our Lives und Dancing Now. Doch auch hier zaubert Patrick Moraz eine fast unterschwellige Samba-Spur unter die Musik, die unentwegt diesen schwungvollen Charakter reinbringt. Dieses Album gleitet mühelos zwischen Pop-Themen, sanftem Blues-Rock, psychedelischem Folk-Rock oder lässigem Jazz-Rock wie in dem Song Like a Child in Disguise. Dennoch ist diese LP nicht chaotisch und die stilistische Vielfalt fällt nicht negativ zu Buche, da Moraz einfach großartig das Ganze arrangiert und wie aus einem Guss erscheinen lässt. Ach ja, habe ich vergessen es zu erwähnen? Natürlich ist das hier ein Konzeptalbum. Mein Versäumnis hat sicherlich damit zu tun, dass ich bei Konzeptalben selten auf das Konzept achte. Ich bin da ein wenig ignorant. Ohnehin sollte solche Musik natürlich auch ohne den konzeptionellen Part sinnvoll erscheinen. Denn was nützt mir das beste Konzept, wenn die Musik langweilig ist? Doch das hier ist eine Albumanalyse, also sollte ich darüber wenigstens ein paar Worte verlieren. Das Album handelt von einem riesigen Turm, der irgendwo im südamerikanischen Urwald steht. Menschen können sich dorthin begeben und den Turm betreten. Drin, im Turm, werden all ihre Vorstellungen zur Realität. Doch nur unter einer Bedingung, aber ich will ja nicht spoilern. Moraz beschreibt die ganze Geschichte sehr umfänglich in einem Gatefold der ursprünglichen LP. Was bei diesem Album auffällt, es bietet diese unglaubliche Fülle an Musik, die man beim ersten Anhören gar nicht aufnehmen oder verarbeiten kann. Und dennoch geht dieses Album in einer sagenhaften Schnelle vorbei, was sichtlich viel Positives über die Musik aussagt. Langweilige, langatmige Passagen gibt es hier nicht. Das Ganze ist eine Tour de force, doch auf einem extrem hohen Niveau und man muss an dieser Stelle Patrick Moraz das Kompliment aussprechen, sich wirklich in die Produktion reingehängt zu haben.
Der Sound dieser Platte ist grandios und trotz des wirklich komplexen und ambitionierten Aufbaus sehr makellos. Und Patrick Moraz hat hier viele Hüte auf dem Kopf. Er produzierte das Album selbst, dirigierte den Chor und spielte natürlich sämtliche Tasteninstrumente ein. Und diese LP hat ein paar hervorragende Keyboard-Solos auf höchster Ebene. Vermutlich kriegt man sie beim ersten Anhören kaum mit, weil die Musik derartig opulent ist, dass man am Ende der Platte eigentlich gleich wieder von vorne anfangen möchte. Im Großen und Ganzen ist das hier eine großartige Scheibe und durchaus ein würdiger Kandidat auf das Beste der fünf Alben, über die wir hier sprechen. Ein Status, den ich eher schon beim letzten Mal dem Soloalbum von Chris Squire verliehen habe. Doch bei diesen Betrachtungen ist nichts wirklich festgelegt. Ich gebe diesem Album 4,5 Sterne. Es ist eine großartige, abenteuerlustige Arbeit, die durchaus verdienen würde, etwas besser bekannt zu sein. The Story of I ist komplex und vielschichtig, doch zur selben Zeit ist es niemals verwirrend oder akustisch anstrengend. Das ist also eine durchaus kurzweilige Platte, wie geschaffen für lange Zug- oder Busfahrten. Das war Patrick Moraz und The Story of I aus dem Jahr 1976.